Hallo, nun stelle ich euch das Buch der Fear Street-Reihe, die geschrieben wurde von R.L. Stine, Der Sturm vor. Das Buch ist sehr empfehlenswert, da es sehr spannend und ausführlich beschrieben ist. Aber ich glaube, man begegnet dieser Situation im echten Leben nur sehr, sehr selten. Nun eine kurze Inhaltsangabe. Es handelt von einem Mädchen, das Geburtstag hat, aber niemand kommt zu ihrer Geburtstagsfeier. Plötzlich wird sie entführt, aber stellt sich bald heraus, dass es nur ihre Freunde sind, die sie zu einer Insel in eine verlassene Hütte verschleppen, um dort die ganze Nacht durchzufeiern. Aber nur wenig später wird jemand aus der Gruppe tot aufgefunden. Aber wer ist der Mörder? Den Rest müsst ihr selber lesen. Nun eine kurze Charakterisierung. Mark ist sehr stark, selbstbewusst, stur und nett. Cindy ist sehr verwöhnt, zickig, kann aber auch nett sein. Hannah ist ein bisschen ängstlich, aber sonst ein sehr nettes Mädchen. Donna ist erst seit ein paar Monaten hier, hat sich aber sehr gut eingelebt. Sonst ist sie sehr stur, nett, aber auch ein bisschen ängstlich. Nun eine kurze Textstelle. Als Donna die Tür aufstieß, erwartete sie, Gelächter und Stimmgewirr zu hören, aber es herrschte absolute Stille. Donna lief ein kalter Schauer über den Rücken. Das verlassene Zimmer machte ihr Angst. »Wo sind die anderen?«, fragte sie mit belegter Stimme. Mark zuckte mit den Achseln. Donna lauschte auf den Regen. Bestimmt würden die anderen jeden Moment zur Tür hereinstürzen und richtig feiern wollen. »Ich gehe besser schon mal in die Küche, den Kuchen anschneiden«, dachte sie. Als sie die Küchentür aufstieß, blieb sie wie angewurzelt stehen. Was für eine Schweinerei! Was war denn hier passiert? Die Dose mit dem Mehl war umgekippt und hatte sich überall verteilt. Auf der Arbeitsfläche, auf dem Boden. Aber was waren das für Flecken auf dem Fußboden? Tiefrote Flecken? Donna folgte mit dem Blick der dunklen Spur und stieß einen schrillen Schrei aus, als sie in einer Ecke des Zimmers Cindy entdeckte. Sie lag auf dem Boden, mit einer Wunde in der Seite, aus der reichlich Blut strömte. Es bildete sich eine dunkle Pfütze in dem weißen Mehl. Cindys weit aufgerissene Augen starrten blicklos an die Decke. Ihr schöner Mund war zu einem verzweifelten Schrei geöffnet. Einem Schrei voller Schmerz und Entsetzen. Danke fürs Zuhören. Tschüss!